Hey Freunde, was geht ab? Heute starten wir mal ein neues Format und zwar wir bauen uns unsere eigenen Lego Star Wars Custom Minifiguren. Das wurde sich jetzt in letzter Zeit öfter mal gewünscht und wir können es auf jeden Fall mal ausprobieren. Falls ihr noch nicht wisst, was das für ein Format ist, kann ich das nochmal kurz erklären. Ihr könnt mir Vorschläge für Custom Minifiguren unten in die Kommentare schreiben. Eine Figur muss mindestens enthalten ein Beinteil. Ich zeige das gerade hier mal von Snoke. Also es muss mindestens ein Beinteil dabei sein, ein Oberkörper und ein Kopf. Und da könnt ihr eben auswählen, zum Beispiel das Beinteil von Snoke, der Oberkörper von Kylo Ren und der Kopf dann vom alten Luke Skywalker. Und die Figur würde dann mal so aussehen, also das wäre dann eine Custom Minifigur eben. Ihr könnt jetzt natürlich noch Zubehörteile oder Accessoires dazu tun, zum Beispiel nicht das Haarteil von Luke Skywalker, sondern irgendein anderes Teil. Zum Beispiel so eine schwarze Kapuze hier von Darth Maul ist jetzt beispielsweise. Dann könnt ihr euch natürlich noch eine Bewaffnung aussuchen. Nehmen wir hier einfach mal das Lichtschwert von Kylo Ren und so würde die Figur dann aussehen. Also wichtig ist eben ein Beinteil, ein Oberkörper und ein Kopf. Und dann könnt ihr eben noch Zubehörteile wie Haarteile, eine Kapuze, ein Helm zum Beispiel und natürlich die Bewaffnung, ein Lichtschwert oder ein Blaster oder sonst was. Natürlich gehen da noch Umhänge und so weiter. Und am besten schreibt ihr mir dann noch einen Namen zu eurer Figur und so eine kleine Hintergrundgeschichte. Das ist immer ganz cool. Also ihr könnt zum Beispiel eine Figur nehmen, die es schon im Star Wars Universum gibt und die dann eben so ein bisschen umgestalten. Zum Beispiel einen guten Jedi zu einem bösen Sith machen oder so. Oder ihr findet einfach einen komplett neuen Charakter. Zum Beispiel einen neuen Jedi oder einen neuen Sith. Das ist ganz eurer Kreativität und eurer Fantasie überlassen. Und das ist eigentlich schon alles, was ihr machen müsst. Also eure Minifigur zusammenstellen, einen Namen dazu schreiben und eine kleine Geschichte. Und dann habt ihr eben die Möglichkeit, dass ihr dann in der nächsten Folge drankommt. So, ich zeige euch mal kurz die Figuren, die ich mir mal hier rausgesucht habe. Das sind nicht alle. Falls ihr irgendwelche anderen Teile von anderen Figuren haben möchtet, könnt ihr das natürlich in euren Vorschlag reinschreiben. Und wenn ich die Figuren dann habe, dann werde ich die Teile natürlich auch verwenden. Sollte ich die Teile nicht haben, dann werde ich irgendwie ein anderes Teil nehmen, das dann vielleicht auch noch zu der Figur dazu passt. Die Figuren, muss ich sagen, sind gerade ein bisschen auf die Platten draufgequetscht worden, weil ich leider keine so Platten mehr habe. Da habe ich aber schon neue dazu bestellt. Und also wenn die Folge dann kommt, die ist dann fürs Wochenende geplant, dann sind die auch wieder ein bisschen auseinander, dann erkennt ihr das ein bisschen besser. Ich hoffe, ihr kennt alles. Die letzte Platte haben wir dann noch hier. Und aus diesen Figuren könnt ihr dann eben Teile auswählen. Und falls ihr noch Teile von anderen Figuren wollt, die jetzt nicht zum Star Wars Universum gehören, zum Beispiel, keine Ahnung, von Ninjago oder von Hiddenside zum Beispiel, da sind ja auch coole Zubehörteile dabei oder sonst was, dann könnt ihr das natürlich auch dazu schreiben, das kriegt man dann schon irgendwie hin und es sollte natürlich im Großen und Ganzen dann trotzdem eine Star Wars Figur rauskommen, weil es eben ja um Star Wars geht. Und ich habe es mir auch nicht nehmen lassen, mal kurz eine Figur zusammenzubauen. Das hier ist Darth Soundeus. Er ist einer der größten Sith-Lords, die es je gegeben hat oder die es auch noch gibt. Er ist der Herrscher der Galaxis und nebenbei betreibt er noch einen YouTube-Kanal. Und noch ein kleiner Spoiler, er ist der Meister von Rey. Er hat hier auch ihr Lichtschwert in der Hand, das wir aus dem Trailer aus Episode 9 kennen, dieses Klapp-Lichtschwert. So, und jetzt seid ihr dran. Schreibt mir coole Vorschläge unten in die Kommentare, die dann vielleicht in der nächsten Folge drankommen. Die nächste Folge ist dann fürs Wochenende geplant, vielleicht Freitag oder Sonntag. Da muss ich mal schauen, wie es zeitlich hinhaut. Ja, und das war's dann mal soweit von mir. Also Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.